Sag mal, Falco, jetzt nachdem du im Urlaub warst, als deine Single Nummer 1 wurde und das ganze Theater losging hier in Deutschland, hast du da irgendwas zu sagen? Ich habe dazu zu sagen, dass ich einen Monat in Brasilien war und sicherlich angerufen habe in Deutschland und einen gerüttelt Maß von dem Zirkus, der da abging, mitgekriegt habe. Ich muss jetzt erst ein bisschen nachlesen, so in den verschiedenen Gazetten, was da alles passiert ist. Ja. Was ich also bisher weiß, ich kann nur sagen, ich halte dieses ganze Spiel für äußerst überzogen und für übertrieben. Ich meine, über den Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Mhm. Es gibt Leute, die haben welchen, es gibt Leute, die haben keinen. Es lässt sich auf jeden Fall streiten drüber. Worüber sich meines Erachtens nicht streiten lässt, ist, dass dieses Lied ein Liebeslied ist, das so konzipiert und durchgeführt wurde. Sicherlich interpretierbar, aber ich glaube, dass die wenigen Leute, diese Minderheit, die also meint, hier ein eindeutig vorliegendes Gewaltverbrechen oder sonst irgendwas drinnen erkennen zu müssen, ja einen wesentlich schaurigeren Geschmack haben, als es im Sinne des Erfinders war. Ne? Ja, das glaube ich allerdings auch. Siehst du? Wir wissen ja alle, wovon wir reden. Wir haben ja auch alle Genie gesehen. Jetzt kriegst du auch deinen Preis. Du bist seit 3 Wochen Nummer 1, hast dich ja bei uns wirklich leider nicht gemeldet. Ja, ich war ja in Brasilien. Nur ist das Ding ein bisschen zusammengefallen, weil es stand die ganze Zeit auf der Herdplatte. Aber ich hoffe, du freust dich trotzdem. Na, also gut. Genie, siehst du das? Liebst du mich mit diesem Preis noch immer, wenn ich den nach Hause bringe? Ich weiß, Genie, du hast jetzt einen neuen Freund, aber du hast gesagt, du liebst mich trotzdem noch. Also da ist noch einer für Genie. Alright. Falls es mit dem nicht klappt, kannst du... Okay, also versuchen. Den für mich, den für Genie. Den für Genie. Und womit bewiesen wäre, dass sie lebt, ne? Ja, klar. Alles klar, was ist denn da? Ja, Genie lebt, da steht es. Okay. Alles kein Problem. Ich danke dir recht herzlich, dass du da warst. Ich danke dir. Letztendlich nur, um Genies Preis abzuholen. Oh nein, jetzt breche ich zusammen. Muss ich da jetzt Angst haben vor dir? Wollen wir kurz in den Wald gehen hinten da? Du machst ja dann weiter Moderation, womit bewiesen wäre, dass ich dir nichts tue. Oder? Ja, und Genie lebt auch noch. Okay. Natürlich moderiere ich weiter. Auf 45 hat sich platziert Maxim mit Japanese Girl. Neon Sunsets bringt dich raus aus dem Alltag, raus aus den Sorgen und zurück in die 80er. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag ab 20:30 Uhr Neon Sunsets live bei Twitch. Alright. Thank you.